Heute zu Gast beim Backstage Talk bei heute ist Frau Bundesministerin Caroline Edtstadler. Vielen Dank für Ihr Kommen und Ihre Zeit. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ein ernstes Thema gleich zu Beginn, das wir nach dem tragischen Tod einer oberösterreichischen Ärztin in der vergangenen Woche ansprechen müssen. Die Frau wurde von Rechtsextremen ganz massiv bedroht. Ihr Freitod hat dann das Land entsetzt, erschüttert und viele Menschen sehr traurig gemacht. Wann bekommen wir endlich Gesetze, die Zero Tolerance gegen solche Personen möglich macht? Wir haben in Österreich eine Zero-Tolerance-Politik, wenn es um Hass im Netz geht, und wir haben eine Reihe von Gesetzen gerade in der jüngsten Vergangenheit auf den Weg gebracht. Aber ich möchte eingangs sagen, dass dieser Fall an Dramatik nicht zu überbieten ist und dass er uns in der Mitte unserer Gesellschaft in Österreich zeigt, wozu Hass im Netz führen kann, und dass wir alle noch sehr, sehr viel sensibler werden müssen als Gesellschaft. Selbstverständlich auch betrifft es die Berufsgruppen, die tagtäglich damit zu tun haben, und auch darauf achten müssen, dass die Gesetze, die in Kraft sind, auch entsprechend streng angewendet werden. Das beginnt beim Kommunikationsplattformengesetz, das seit 1. Jänner 2021 in Kraft ist, wo es um die Löschung von derartigen Inhalten ganz am Beginn eines solchen Prozesses geht. Und das geht hin bis zu den schärfsten Mitteln des Strafrechts. Also die Möglichkeiten haben wir. Es gibt eben dramatische Zuspitzungen wie in diesem Fall, aber es muss uns dieser Fall Anlass sein, dieses Thema weiter auch gesellschaftlich voranzutreiben. Betroffene können da zum Beispiel kostenlose Prozessbegleitung in Anspruch nehmen. Es wird aber kaum ausgeschöpft in Österreich. Ich glaube, es waren unter 100 Personen, die bisher davon Gebrauch gemacht haben. Warum glauben Sie, funktioniert das noch nicht so, wie der Gesetzgeber sich das offenbar vorgestellt hat? Also Sie sprechen es jetzt auch selbst an. Es gibt ausreichend aus meiner Sicht auch Möglichkeiten, hier dagegen anzukämpfen. Aber es ist noch nicht angekommen in der Gesellschaft, welche große Gefahr von Hass im Netz ausgeht und wozu es letztendlich führen kann, eben bis zum Freitod von Menschen, die hier mit diesem Phänomen bedroht sind. Aber Sie sind Frauen, Juristin, was würden Sie jetzt Betroffenen konkret raten, die sich in so einer Situation wiederfinden und damit konfrontiert sind? Sich nicht zurückzuhalten, sich an die Stellen wenden und auch beim ersten Anzeichen oder bei den ersten Postings tatsächlich auch diesen Knopf zu drücken, den wir eingeführt haben im Kommunikationsplattformengesetz. Und wenn sich das steigert und wenn das dadurch nicht abstellbar ist, hinwenden zu den Behörden und alles in Anspruch nehmen, was möglich ist. Ich wollte noch einmal sagen, wir haben Maßnahmen gesetzt, wir haben Gesetze, wir haben Initiativen, aber das muss ankommen in der Gesellschaft, und auch diese tatsächliche Gefahr, die sich hier verwirklicht hat, müssen wir jetzt durch diesen traurigen Anlassfall erst recht wahrnehmen, ernst nehmen und in die Gesellschaft auch tragen. Jetzt ist es so, dass diese Ärztin sehr laut auch um Hilfe gerufen hat in der Öffentlichkeit. Die LPD Oberösterreich meinte dann, es seien alle gesetzlich möglichen Maßnahmen ausgeschöpft worden. Ist es dann nicht einfach so, dass diese Gesetze der heutigen Polarisierung in der Gesellschaft auch nicht mehr gerecht werden, dass die Gesetze nicht mehr tauglich sind? Ich kann den Einzelfall und die entsprechenden Maßnahmen, die gesetzt worden sind, natürlich jetzt nicht beurteilen. Ich kenne nicht die Details dieses Falles, und Sie verzeihen, als ehemalige Strafrichterin würde ich mir nie ein Urteil anmaßen, ohne wirklich alle Details zu kennen. Ich habe gehört, dass man hier versucht hat, auch zu unterstützen. Wir sehen den Outcome, und der ist traurig und an Dramatik nicht zu überbieten. Und deshalb glaube ich einfach, man muss diesen Fall als Anlass nehmen, genau hinzuschauen, ob alles ausgeschöpft wurde, wo womöglich vielleicht jemand auch anders reagieren hätte können. Vielleicht ist es aber auch so, dass man im Nachhinein natürlich ja einfach Dinge anders beurteilen kann, als es in der Situation ist. Und jedenfalls sollten wir diesen Fall zum Anlass nehmen, um daraus zu lernen. Aber die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die sind in Ordnung, sagen Sie? Ich habe den Fall jetzt nicht im Detail geprüft, ich sage es noch einmal, aber aus meiner Sicht und aus der Außenbetrachtung gibt es viele Möglichkeiten. Es gibt dramatische Zuspitzungen im Leben, und das ist eine von denen, die wir hier sehen. Dann wechseln wir das Thema zu einer weiteren Thematik, die in der letzten Woche für mediale Aufregung auch gesorgt hat. Nämlich hat die Regierung sämtliche Corona-Maßnahmen de facto eingestellt. Kapituliert man hier, um die Umfragewerte eventuell zu verbessern vor der Pandemie? Nein, ganz im Gegenteil. Wir haben seit 2,5 Jahren die Situation, dass wir mit einem Virus umgehen müssen. Dieses Virus hat sich extrem verändert, und ich glaube, wir sehen jetzt alle, dass es derzeit eine Virusvariante gibt, die natürlich nicht zu vergleichen ist mit der, die wir am Anfang erlebt haben. Und jetzt, glaube ich, braucht es einfach auch einen
halbwegs normalen Umgang, wo man die Menschen einfach auch zur Eigenverantwortung bringt und diesen Umgang mit dem Virus pflegt und trotzdem das Leben aufrechterhält. Gut, die Eigenverantwortung hat mitunter mäßig funktioniert. Fakt ist, verkehrsbeschränkte Menschen, das heißt Menschen, die infiziert sind, dürfen jetzt mit einer Maske hinausgehen. Kontrollieren tut das niemand. Warum soll man sich daran halten? Also ich stoße mich jetzt allein ein bisschen an dem Wort verkehrsbeschränkte Menschen. Das klingt also wirklich irgendwie abstrus. Ja. Ich weiß schon, was die Regierung ausgerollt hat. Das ist der Terminus Technicus, aber ich möchte es trotzdem runterbrechen auf die Realität. Ja. Was heißt das? Wir haben natürlich eine andere Situation. Es gibt bei Weitem nicht so viele Tests und auch testen sich die Menschen weniger. Es haben viel die Regierung Menschen. Hat das reglementiert auf 5 Gratistests pro Monat. Ja, und ich glaube, es ist auch sinnvoll, dass wir jetzt einen anderen Umgang damit pflegen, als es der Fall war, als die Krankenhäuser übergegangen sind, als die Ärzte nicht mehr wussten, welches Beatmungsgerät sie welchem Patienten zuerst geben und wussten, dass viele von denen, die es brauchen, dann tagelang, oft wochenlang auf der Intensivstation gelegen sind. Und wahrscheinlich ist es immer so, dass man, wenn man etwas macht, auch irgendwo einen Widerstand erfährt. Aber aus meiner Sicht ist es jetzt so, dass man diesen Umgang sehr wohl so pflegen kann mit diesem Virus, dass man trotzdem darauf vertrauen kann, wenn jemand Symptome hat und damit ja auch nach dem, was die Wissenschaft uns sagt, ansteckend ist, die entsprechenden Vorkehrungen trägt, schaut, ist es Corona und wenn es Corona ist, dann gehe ich eben nur mit der Maske hinaus, wenn es denn notwendig ist und ansonsten beschränke ich mich in diesem Sinne des Terminus Technicus selbst möglichst weitgehend, um meine Umwelt sozusagen zu verschonen von dem Virus. In einem früheren Gespräch haben Sie mir angesprochen auf das Aus der Impfpflicht gesagt, ein Gesetz, das keine Sanktionen vorsieht, ist zahnlos und sinnlos. Ist das jetzt auch so? Also ein Gesetz, das keine Sanktion vorsieht, ist tatsächlich zahnlos. Wir reden hier von einer Verordnung und die führt sozusagen näher aus, wie der Umgang mit dem Virus. Das ist jetzt juristisch sehr spitzfindig. Nein, das ist ein Faktum. Also ich bleibe einfach bei dem, was ich gesagt habe. Ein Gesetz braucht eine Sanktion, sonst ist es zahnlos. Aber die Situation jetzt ist ja eine, dass wir die Menschen darauf hinweisen wollen, dass es natürlich immer noch ein Risiko gibt, wenn man mit Corona infiziert ist, dass es eine andere Sache ist, als wenn man einen Schnupfen hat, weil vielleicht auch der andere sich bedankt, wenn er dieses Virus bekommt. Und deshalb, glaube ich, ist es hier einfach notwendig, auch einen anderen Umgang jetzt an den Tag zu legen. Das heißt, Sie glauben, dass die Menschen da achtsam und sorgsam damit umgehen werden? Ich hoffe es und es ist vom Gesundheitsminister ausgegangen und ich gehe davon aus, dass hier auch er das so kalkuliert hat, dass man davon ausgehen kann, ja. Würden Sie einen positiv getesteten Menschen in Ihrem Büro arbeiten lassen? Ja, wenn er eine Maske trägt und wenn er gebraucht ist und wenn er sich entsprechend wohlfühlt und auch arbeiten kann, ja, selbstverständlich. Frau Bundesminister, die Inflation kletterte im Juli laut Schnellschätzung auf über 9%. Wie sehr trifft Sie die Teuerung? Nun, die Teuerung trifft uns alle, das ist überhaupt keine Frage, aber ich glaube nicht hier von mir reden zu müssen, weil ich zähle mich sicher hier zur privilegierten Gruppe der Menschen, die damit leichter umgehen können als andere, die am Mitte des Monats nicht mehr wissen, wie sie Lebensmittel kaufen sollen oder geschweige denn das Auto tanken, das sie vielleicht für wirkliche Pendelfahrten brauchen. Also wir versuchen als Regierung hier gegenzusteuern, aber natürlich trifft eine Inflation von knapp unter 10% jeden. Braucht es einen Strompreisdeckel? Ich glaube, es braucht Überlegungen, wie wir denen, die einfach hier an den Rand dessen gebracht werden, was sie noch leisten können, wie wir die unterstützen können. Und das ist jetzt im Sommer natürlich nicht das vorrangige Thema. Wenn wir an die Heizperiode auch denken, ist es noch schlimmer. Strom braucht natürlich auch jeder im Sommer für gewisse Dinge. Und deshalb braucht es hier Überlegungen, wie man hier vorgehen kann in einer Art und Weise, dass trotzdem dieser Gedanke, nicht überbordend Energie aufzuwenden, drinnen ist. Und hier werden ja gerade auch Modelle geprüft. Sind Sie schon sehr stromsparend unterwegs? Ja, ich bin das eigentlich immer. Also ich kann mich erinnern, das hat bei mir schon angefangen während der Kindergarten-Schulzeit, dass wir einfach gelernt haben, das Licht auszuschalten. Das klingt jetzt so banal, ja, wenn man den Raum wechselt oder die Heizung nicht voll aufzudrehen, wenn man den Raum nicht benötigt. Und ich versuche das sehr wohl zu leben. Ich habe zum Beispiel privat auch keine Klimaanlage. Ja. Manchmal ein bisschen heiß, aber... Sie haben jetzt selbst schon den Beginn der Heizsaison angesprochen. Es gibt da die Befürchtung und die Perspektive, dass Putin da weiter am Gashahn drehen könnte. Sie sind Europaministerin. Gibt es da auf europäischer Ebene dann auch eine Verpflichtung zur Solidarität in dieser Gaskrise? Wie sehen Sie das?
Wir arbeiten daran, dass es hier auch zu einem gemeinsamen Gaseinkauf kommt. Es hat die Europäische Kommission hier schon eine Plattform ins Leben gerufen, wo die europäischen Staaten, also die Staaten der Europäischen Union, gemeinsam einkaufen. Aber ich sage auch ganz deutlich, dass mir das zu wenig schnell geht, dass das zu wenig konkret ist und dass uns die Zeit irgendwie davon galoppiert. Wir können nur dieses Problem gesamteuropäisch lösen, wenn wir uns auch einigen darauf, dass wir beispielsweise, es ist nur eine Idee, uns darauf einigen, über einen gewissen Preis Gas nicht mehr einzukaufen. Wenn wir das als Österreich sagen, dann werden die sagen, ja, eh nicht, dann kauft es halt nicht mehr bei uns ein. Wenn wir das aber als Europäische Union geschlossen sagen, dann wird das eine Wirkung haben, auch am Markt und eine entsprechende, ein entsprechendes Gewicht entwickeln können. Und da muss Europa, da muss auch die Europäische Kommission noch weiter vorlegen. Jetzt wissen wir, wie gut die europaweit gemeinsame Impfstoffbeschaffung funktioniert hat. Ist es für Sie vorstellbar, dass es im Winter in den österreichischen Haushalten kalt bleibt? Nein, und das möchte ich mir auch nicht vorstellen, und ich habe das jetzt jüngst auch gesagt, ich will mir auch nicht vorstellen, dass wir bei 19 Grad und 3 Pullover um einen Kachelofen sitzen müssen. Ja? Das darf nicht sein, und da müssen wir Vorsorge treffen, und deshalb gibt es eben die Bestrebungen auch innerhalb der Europäischen Union, solidarisch zu sein. Und wir waren immer solidarisch mit den Staaten, zum Beispiel im Süden, wenn es darum gegangen ist, große Geldpakete zu schnüren, den Euro stabil zu halten. Denken Sie nach Corona auch über dieses 750 Milliarden Euro Paket nach. Jetzt erwarte ich mir von den Ländern, die teilweise auch privilegiert sind, wenn es um Energie geht, solidarisch zu sein mit uns. Und das ist ein Weg, den wir jetzt angefangen haben zu gehen, und den werden wir weiter bestreiten, sodass ich dann davon ausgehe, dass wir auch ausreichend Energie haben, dass diese Szenarien, die Sie jetzt beschreiben, nicht eintreten. Sie haben Solidarität angesprochen. Die EU war bisher sehr geschlossen in den Sanktionspaketen gegen Russland. Jetzt ist es ja so, dass es ja immer heißt in der öffentlichen Debatte, dass die Sanktionen diejenigen stärker treffen müssen, gegen die sie gerichtet sind, und nicht uns und den Wohlstand und den Wohlstandsverlust, den wir jetzt schon wahrnehmen. Ist es noch so, dass diese Pakete Russland mehr schaden als uns? Ja, die schaden Russland mehr, und zwar mehr, als das kolportiert wird, und da dürfen wir auch nicht auf russische Propaganda reinfallen. Das heißt, Berichte von einem in die Höhe schießenden Rubelkurs. So ist es. Berichte, die weismachen wollen, dass uns die Sanktionen mehr treffen, als sie Russland treffen. Das ist schlicht und ergreifend unwahr. Die russische Wirtschaft ist am Einbrechen, die Inflation ist dort sehr viel höher, das Wirtschaftswachstum kaum mehr vorhanden, und insofern wirken die Sanktionen. Was man aber nicht vom Tisch wischen kann, ist, dass sie natürlich zu einem gewissen Grad auch uns treffen. Und das sind die Dinge, über die wir sprechen, über erhöhte Energiepreise, und zwar extrem erhöhte Energiepreise. Und auch natürlich die Sorge, wie geht es weiter, weil ja keiner weiß, wie lange dieser Krieg noch dauern wird. Und meine Befürchtung ist einfach, dass wir in den nächsten Monaten, womöglich Jahren, damit noch umgehen müssen. Und daher braucht es diese gemeinsame Solidarität auch. Werden wir weiter an Wohlstand verlieren? Schauen Sie, ich habe die Glaskugel nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, als österreichische Politikerin und als Bundesministerin werde ich meinen Teil dazu beitragen, dass das möglichst, wenn überhaupt, in einem sehr geringen Ausmaß nur passiert, und dass wir dann den Turnaround schaffen. Und da ist Voraussetzung natürlich, dass wir auch Putin wieder an den Tisch bekommen, dass es ein Ceasefire gibt, also dass es einen Waffenstillstand gibt, und dass wir dann mit am Verhandlungstisch als Europäische Union beitragen können, für eine beruhigende Situation und für einen Aufschwung überall wieder. Jetzt ist an der serbisch-kosovarischen Grenze ein Konflikt hochgekocht. Auch da haben wir die Thematik, dass Serbien den Kosovo nicht als eigenständigen Staat anerkennt. Das erinnert uns auch mit Schrecken eigentlich an die Situation Ukraine-Russland. Provoziert Wladimir Putin hier einen weiteren Krieg vor unserer Haustür? Ich warne seit Monaten davor, dass am Westbalkan ein Streichholz reicht, um einen Flächenbrand zu entfachen. Und wir sehen jetzt bei dieser Eskalation im Kosovo mit Serbien, dass das wahr wird. Wir haben leider viel zu lange unsere Versprechungen in der Europäischen Union nicht umgesetzt. Wir haben sie nicht wahr gemacht. Die Menschen dort haben einfach auch einen Vertrauensverlust in Richtung Europäische Union erlitten. Und was passiert dann? Dann ist man natürlich anfällig für Einfluss von außen andererseits. Und da kommt dann Russland ins Spiel, da kommt aber auch China ins Spiel. Denken Sie etwa daran, dass dort viele chinesische Unternehmen Autobahnen bauen, Kredite vergeben etc. Und da gilt es jetzt, raschest gegenzusteuern und Präsenz zu zeigen. Am Verhandlungstisch bei einer Wiederlösung und einer friedlichen Beilegung dieser Aufregungen, dieser teilweise auch wirklich schon mittlerweile eskalierenden Gewalt, und auch Präsenz zu zeigen, wenn es darum geht, wir sind da
unterstützen auf dem Weg Richtung Europäische Union. Und da sind nicht alle gleich weit, sozusagen die Länder des Westbalkans. Da brauchen manche noch mehr Unterstützung, aber es muss klar sein, dass sie diese Unterstützung von uns tatsächlich bekommen. Sie haben viele Reisen an den Westbalkan unternommen. Sehen Sie alle diese Länder mittelfristig noch in der EU? Das Ziel muss es sein, alle 6 Westbalkanstaaten an die Europäische Union heranzuführen, letztlich als Vollmitglied in der Europäischen Union auch aufzunehmen. Aber das Tempo bestimmen diese Länder, denn die Glaubwürdigkeit müssen wir ihnen geben und auch die Unterstützung, damit sie wirklich diese Reformen vorantreiben. Und es gibt auch ganz unterschiedliche Stadien, wo sich diese einzelnen Länder befinden. Das sieht man alleine daran, dass zum Beispiel Bosnien-Herzegowina noch nicht einmal den Kandidatenstatus hat, wo wir als Österreicher stark dafür eintreten, dass das bis Ende des Jahres auch der Fall sein sollte. Frau Bundesminister, zum Abschluss unseres Gesprächs muss ich auch noch auf die heimische Innenpolitik zu sprechen kommen. Aus der ÖVP gab es zuletzt Gerüchte, dass Kanzler Karl Neham aufgrund schlechter Umfragewerte vor der Ablöse steht. Sie wurden da als eine der Nachfolgekandidaten genannt. Ist das ein Thema für Sie? Nein, absolut nicht. Das ist eine Sommerlochdebatte. Wir haben einen starken Bundeskanzler. Ich bin Europa- und Verfassungsministerin. Und alleine die paar wenigen Themen, die mich jetzt beschäftigen, die wir durchbesprochen haben, zeigen, dass es hier viel zu tun gibt in meiner Funktion. Und das werde ich auch weiterhin tun. Sie sind in der ÖVP sehr stark verankert. Wie fest sitzt Karl Nehammer da noch im Sattel? Er sitzt fest im Sattel. Er ist vor wenigen Monaten erst mit 100% zum Bundesparteiobmann gewählt worden. Und es ist, wie gesagt, eine Sommerlochdebatte, an der ich mich auch nicht weiter beteiligen möchte. Abschließend möchte ich Sie noch auf eine private Koalition ansprechen. Sie traten zuletzt bei Society Events innig mit einem smarten Unternehmer auf. Dürfen wir Ihnen gratulieren? Ja, Sie dürfen mir dazu gratulieren, dass er immer wieder an meiner Seite ist und mein Programm teilweise auch mitmacht. Ja. Das heißt, Sie sind glücklich in diesem Sommer unterwegs? So ist es. Struppi eifersüchtig? Nein, ich glaube, er mag ihn auch sehr gern. Frau Bundesminister, vielen Dank für Ihren Besuch und Ihre Zeit. Dankeschön, danke.